Herzlich willkommen zurück bei Europomir ist alles 4. Wir haben nur noch 90 Jahre Spielzeit vor uns und es geht weiter. Und Rebellen Kala. Ja, das habe ich meine Truppen hier schon abgesetzt. Zoll. Kaum sind meine Truppen weg, rebellieren die. Das ist mal wieder so typisch. Und meine Vasallen ist wahrscheinlich hier zu schwach, ne, um da was reißen zu können. Ey, das ist so typisch. Ein toller Start für diesen Part. Okay, dann schickt mir meine Flotte wieder zurück. Mein Gott, ich kann es nicht ändern. Und by the way, der Krieg der Osmanen läuft super. Also ja, die Osmanen stoßen hier ziemlich hart in Persien vor. So wie Alexander der Große, kann man sagen. Physiokraten, eine neue Richtung der Ökonomie, bekannt als Physiokratie, wird unter Adelige populär. Physiokraten behaupten, dass die Grundlage für Reichtum die landwirtschaftliche Produktion ist. Genau. Da nur durch sie Zivilisation möglich geworden ist. Die wichtigsten Mitglieder der Gesellschaft sind daher die Landadeligen, die Felder besitzen und das Land verpachten. Die Physiokraten lehnen die vorhersehende Ökonomie des Merkantilismus zugunsten eines agrarischen Laissez-faire-Ansatz ab. Händler erzeugen natürlich keinen Reichtum, sondern transportieren nur fremde Produkte von Ort zu Ort. Obwohl viele die Tiefe ihrer Wirtschaft beeindruckend finden, sind andere eher von den greifbaren Vorteilen der bestehenden Politik überzeugt. Oh, Innovationsfähigkeit, so viel! Das nehme ich. Ah, Mr. Vazir. Rebellenaufstände in Luba. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Aber ich habe euch doch Autonomie gegeben. Ich glaube, ich erhöhe sicherheitshalber mal meinen Armeeunterhalt gegen die Rebellen. Wie viele Truppen würden denn das spawnen? Uff! 49.000, das ist schon sehr viel. Dann unterdrücken wir das Ganze mal. Doch nicht. Nein, ich glaube eher nicht, denn ich nehme jetzt hier die Quantitätsidee. Hallo? Spiel, was ist jetzt? Hallo, Spiel, weiter laufen lassen, bitte. Habe ich irgendwas verbrochen? Bist du sauer auf mich? Die Zeit läuft nicht weiter. Die Zeit ist stehen geblieben. Kein Moment, ich speichere mal kurz. Und dann lade ich mal. Das ist echt seltsam, das hatte ich noch nie, dass irgendwie dass die Zeit nicht mehr weiterläuft. Das dauert ein kleines bisschen. Und hier bin ich wieder. Komisch. Und jetzt wurde alles umgesetzt, oder? Ja, jetzt wurde es umgesetzt. Sehr seltsam. Das hatte ich noch nie, dass die Zeit auf einmal nicht mehr weiterging. Aus Österreich, jawohl.
Die Bengalen schlossen einen Separatfrieden. Das heißt, sie sind jetzt draußen und die Osmanen könnten jetzt größere Probleme bekommen. Ja, wobei, die Mogulen, die haben ja einiges schon an Truppen verloren, also ist nicht so, als würden die Osmanen nichts machen. Sogar wir sind aktiv hier, seht ihr das? Kanada ist hier in Persien. Coole Sache. Also wir sind doch aktiv in diesem Krieg. Schön. Und bald können wir die Quantitätsideen durchsetzen. Yay! By the way, wie sieht's aus? Unser Schiff ist da. Unsere Schiffe ist da. Unsere Schiffe sind da. Dann vertreiben wir diese Rebellen hier, die schon wieder uns nerven. Warum braucht der Shanti eigentlich keine Truppen? So, und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Wir führen die Quantitätsideen durch. Moment, ich warte noch auf den epischen Moment. Der kommt gerade. Hier zum Vergleich. Oh, habt ihr das gesehen, wie unser Einheitenlimit gestiegen ist? Oh, schön, und jetzt können wir Truppen bauen bis zum Umfallen. Und das machen wir jetzt auch. Ja, ich hab nicht mehr Geld. Das war's fürs Erste. Verdammt. Da müssen wir eine Debatte deswegen aufmachen, und zwar... Und zwar... Das da. Keine Ahnung. Das Rebellen, wo... Egal. Jetzt auf mit euch ins Schiff und hier nach Ashanti. Und hier Religion und so weiter. By the way, wie sieht's hier religionstechnisch aus? Fetischisten. Wir können uns mal die Weltkarte hier ansehen. Was die Religion angeht, also hier orthodox in Russland, ist klar. Sunniten in den Osmanen, Anglikanen in Frankreich, ist auch klar, und bei uns ist auch klar. Reformierte hier in Mitteleuropa und Katholiken in Süd- und Zentralamerika und Spanien und Iberien und Italien. Genau. Und wir können eine Richtlinie auswählen. Das könnte noch... Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wirtschaftsidee muss ich abschließen, dann kriege ich das. Schade. Das ist auch gut. Jetzt haben wir hier eine weitere Richtlinie. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Was gibt es eigentlich noch für Richtlinien, die wir durchsetzen können? Achso, wir sehen aktuell nicht alle Richtlinien, weil wir... Okay. Die sehen wir anscheinend erst, wenn wir sie alle durchgesetzt haben. Oder wenn man die dementsprechenden Ideen gewählt hat. Oh, aber jetzt haben wir ein schönes Einheitenlimit. Seht ihr das? Boah, 330. Das können wir locker mit den Franzosen mithalten. Die haben eine, was, 230, okay, 203, 260, mein Gott, ist auch nicht so schlimm. Die haben jetzt nur noch 100, 140.000 Einheitenlimit mehr als wir.
Aber je mehr Rekrutierungszentren wir noch weiterhin bauen, desto näher nähern wir uns denen an. Und weil ich das gesagt habe, baue ich jetzt noch eins. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch wenn wir jetzt wenn wir unsere Vassallen annektiert haben, kriegen wir ja auch noch Einheiten mit dazu. Kaum habe ich meine Truppen hier. Schafft ihr das oder was? Toll. Ihr wollt mich doch verarzten. Mein Gott. So was Blödes hier. Ich hasse sowas. Jawohl. So was Dolbes hier. Und jetzt ist mein Militärberater gestorben. Toll. Nimm mal den da. Wirtschaftliche Entwicklung. Durch den Einsatz neuer technologischer Innovationen auf dem Gebiet der Maschinerie konnten lokale Unternehmen ihre Produktion in Akkasas erheblich verbessern. Infolgedessen reisen viele aus der umherliegenden Landschaft in die Provinz, um neue Arbeit in der wachsenden Stadt Oslo zu finden. Gut. Können wir einen Kolonialkrieg eröffnen? Nein, aber wir können eine neue Kolonie aufmachen. Nein, können wir nicht. Okay. Wo ist denn da? Da ist was. Achso, den da. Okay. Du kommst mal heim. So. Du kommst heim und du kommst hierhin. Legal. Ich hoffe, das ist legal. Buongiorno greift die Burundi an. Burundi ist verbündet mit Kastilien. Interessant. Ja, wir sollten jetzt aber wieder langsam weiterforschen. Zoll auf Pelze! Oh ja, besteuert es. So, wie sieht's aus mit dem Osmanisch-Mogulischen Krieg? Ui, wir haben hier besetzte Gebiete. Wahnsinn. Ich hätte nie erwartet, dass wir hier Gebiete besetzen werden. Never ever. Aber wir haben sie besetzt. Ist das nicht cool? So, Gewaltenteilung. Eine anonyme Abhandlung über die politische Theorie ist aufgetaucht und trotz der Bemühungen, sie zu unterdrücken, verbreitet sie sich rasch auf der gesamten Welt. Sie handelt von der Natur der Regierungsformen. Seien es Monarchien, Despotismen oder Demokratien und setzt sich für eine strikte Trennung der Exekutive, Legislative und Judikative ein. Dies würde das Volk stützen und die Macht eines Monarchen einschränken, was verständlicherweise für viele unserer Untertanen eine sehr populäre Ansicht ist. Trotz der unglücklichen Auswirkungen auf die Macht der Monar auf die Macht des Der Monarchen können diese Ideen unserer Nation einen großen Nutzen bringen. Eine weitere Ideengruppe haben wir freigeschaltet. Die vorletzte im Spiel. Und ja, ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Einflussideen. Einfach weil wir so viele Untertanen jetzt haben und die langsam abtrünnig werden könnten. Dadurch könnten wir ja ein bisschen rücksichtsloser gegenüber, also mit denen umgehen, ohne dass sie sich gegen uns wenden. Und Kastilien hat hier was kolonisiert. Das sieht nicht cool aus. Und hier Frankreich auch. Das sieht auch nicht cool aus. Es ist hier was Gelbes hier in meinem roten, alleinherrschenden Gebiet. Und der Osmanisch-Mogulische Krieg ist vorbei. Und die Osmanen haben ihn gewonnen und gewinnen einiges an Gebiete. Nairan, Al-Zaman, Awal-Sabid, Anan, Sahada, Mohada, Ati und As-Assab an Osmanen, ja. Und die Mogulen verlieren Asulayman und Merkantes. Ja.
Okay. Und wir kriegen Gefälligkeit ein bisschen. Ja, die Ismans sind stark. Im Ghoul nicht mehr so stark. Ein würdiger Verbündeter. Lasst uns auf zur Feier des Tages Klöster auflösen. Und mit dem Geld Rekrutierungszentren bauen. Okay, gut. Das sind schwere Zeiten, ist schon klar. Weil wir Klöster aufgelöst haben, sind es schwere Zeiten. Und ich glaube, ich könnte mal bei mir Licht machen. Ihr seht mich ja kaum noch. Kaum noch. Kleinen Moment. Gleich seht ihr mich wieder. Und hier seht ihr mich wieder. Provinzverbesserungen? Rekrutierungszentren? Geht das? Nein, kein Geld. Oh. Duba-Rebellen gesichtet. Sie wollen rebellieren. Mal wieder. In Klammer mal wieder. Klammer zu. Ich unterdrücke euch. Ich will nicht, dass ihr rebelliert. Neuguinea ist eigentlich hier noch unbesetzt. Könnte man uns eigentlich auch holen. Oh! Schweden greift Hamburg an. Und hier. Niederlande kolonisiert Papua-Neuguinea. Okay. Wollen wir vielleicht jetzt hier zur Abwechslung Ruanda angreifen? Oder wollen wir erst warten, bis hier die Kolonie fertig ist? Ich glaube, ich warte noch, bis die Kolonie fertig ist, dann greife ich sie an. Mehr. Bekehren. Goldfieber! Unsere Minenarbeiter sind auf eine massive Goldader gestoßen. Nun strömen gewaltige Geldmengen in unsere Schatzkammer. Eines der seltensten Events im Spiel. Oh, Rekrutierungszentren. Mehr Rekrutierungszentren. Wo? Hier. Mehr Rekrutierungszentren bauen. So. Alles klar, gut. Das erhöht unsere Truppenlimit weiter. Bald haben wir die 300 erreicht. So, können wir Neu-Portugal angreifen? Kolonialkrieg oder sowas? Ah. Warte, so, das geht nicht, das geht nicht. Kastilischer Handelsschutz. Neukastilien einen Handelsschutzkrieg. Nein, das will ich eigentlich nicht. Ich hätte gern, dass die 13 Kolonien Neu-Portugal angreifen. Aber ich könnte auch Kanada sagen, hey, greift mal Französisch-Kanada an. Das könnte ich auch machen. Nein, da, aber vorher muss ich die beiden Länder vergleichen. Also, 13 Kolonien hat 88.000, die gehören rein uns. Aber ich brauche Kanada, wo ist denn Kanada?
Kanada hat 22.000, nicht gerade die Welt. Und Französisch-Kanada hat 21.000. Mein Gott, das ist ja ein Krieg der Schwächlinge, kann man sagen. Aber sie sind sich ebenbürtig. Wie sieht's aus mit Louisiana? Unser Louisiana ist 33.000 Truppen stark. Und Kastilisch Louisiana ist 19.000 Truppen stark. Das heißt, unser Louisiana ist stärker als Kastilisch Louisiana. Was bedeutet, wenn man Kriegsgrund hätten, könnte Louisiana Kastilisch Louisiana angreifen. Und das geht. Also, machen wir das mal. Jetzt bin ich gespannt. Jagdunfall. Oh, eines der beschissensten Events des Spiels. George, nein. Unser Nachfahre ist gestorben. Und wir sind 67, das heißt, wir sterben auch irgendwann mal. Ich hoffe, sie verkacken den Krieg nicht wie die Kanadier. Ist aber auch super, dass dieses Gebiet hier den 13 Kolonien jetzt gehört, obwohl das viel besser für Louisiana wäre. Naja, was soll's. Also unser Kolonialnation führt zum Krieg gegen Kastilisch Louisiana. Und hey, wir haben einen neuen Nachfolger. 630. Krass, dass er es mit seinen 68 noch schafft, ihn hochzukriegen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt haben wir 304 Truppenlimit. Hahaha, das geht doch noch höher. Meerrekrutierungszentren. Meerrekrutierungszentren. Ich will mindestens die 500 haben. Eine halbe Million Truppen unterhalten. Das hat's doch was, oder? So, jetzt schauen wir uns mal hier. Nein, 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 da. 304. Die Franzosen haben 209 Truppen gerade zur Verfügung. Wir haben 170.000 Truppen zur Verfügung. Ja. Wenn wir jetzt unsere Truppen weiter ausbauen, dann können wir uns gegen die Franzosen jetzt wirklich realistisch gesehen bekriegen. Ich könnte eigentlich ein paar Truppen in Norwegen mal bauen. Da muss ich die Truppen nicht alle hier in Großbritannien bauen. Weil ich muss sie sowieso auf europäisches Festland bringen, wenn ich die Franzosen angreife. Und Aragorn kontrolliert ganz Italien, kann man sagen. Weil die Kolonie ist fertig. Oh, okay. Hier oben ist jetzt nun die kastilische Kolonialnation am Kämpfen, aber wir haben hier ordentlich Sachen hier besetzt. Inzwischen. Und wieder Kloster auflösen zur Feier des Tages, weil wir diesen Krieg jetzt erklärt haben. ja, falls bestehen Untertanenentwicklung, das machen wir mal. Und nein, wir müssen hier weiter forschen. Ja, wobei, wir haben das ja schon erforscht, das heißt, wir können hier wirklich weiter die Wirtschaftsideen weitermachen. Oder die humanistischen Ideen. Was ist euch lieber?
Ach, wir nehmen die Wirtschaftsideen. Mehr Geld. Für die Welt. Aber ich spende trotzdem nichts. Samenwahre Größe. Eine Gruppe adliger Landbesitzer hat sich die Lehren der Aufklärung zu Herzen genommen und damit begonnen, die Effizienz der Landwirtschaft zu verbessern. Wegweisende Erfindungen in der Verwendung von Maschinen zur Saatgutverteilung, neue Früchte, neue Formen des Landwechsels und bei der Züchtigung haben es Landbesitzern in äußere Hybride ermöglicht, die Produktion von Nahrungsmitteln erheblich zu verbessern. Und was ich hier Rebellen in Spanien, in Frankreich. Französische Bauern sind hier. Wer weiß, vielleicht könnte man die Chance nutzen und sie angreifen. Oh, was haben wir hier? Aragonische Revolutionäre. 60.000 hier in Aragon. Valencia. Interessant, interessant. Hier auch. Es kann sein, dass Aragon dann revolutionär wird. Das heißt, sie kriegen eine neue Regierungsreform und eine neue Flagge. Und sind dann viel stärker. Weil sie noch mehr Truppen bauen können. Die werden dann zu einer revolutionären Republik. Das könnt ihr vergleichen mit Napoleons Frankreich. Und ja, damit könnten sie einiges an Ländern erobern. Und vielleicht sogar uns noch besser gegen die Franzosen helfen. Beziehungsweise auch nicht helfen, weil sie sind verbündet mit den Franzosen. Und sie würden sie sogar helfen, wenn wir jetzt hier mitmachen würden. Das heißt, es kann sein, dass die... Moment. Es kann sein, dass die dann die Aragoner zu Problemen führen werden. Dann werden die Aragonesen... Und dann werden die Franzosen wahrscheinlich auch noch von Rebellen geschwächt werden. Und dann, wenn die Aragoner sie aufgrund ihrer Rebellen die Franzosen nicht mehr helfen würden, dann können wir die Franzosen angreifen. Mit den Osmanen am besten. Wie viele Gefälligkeiten haben wir denn bei den Osmanen? 7. Das heißt, in spätestens 9 Jahren könnten wir die Franzosen angreifen. Aber nur bedingt. Es hängt davon ab, wie stark die Aragoner dann sind. Und ob die Franzosen dann helfen werden oder nicht. Das heißt, ich plane jetzt für die nächsten 10 Jahre, bereite diesen Krieg jetzt konsequent vor. Und dann schauen wir mal nach, ob wir ihn starten werden. Im Jahre 1770 kriegen wir dann noch unser goldenes Zeitalter zum finalen Endgame, die letzten 50 Jahre. Und dann werden wir die Franzosen zerfleddern. So, jetzt habe ich es gesagt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wir haben nur noch 80 Jahre zu spielen. Macht's gut, euer Janka. Ciao.